Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scammer suchen auf bausucht.net. Heute mal mit einem etwas anderen Account. Doch ganz zu Beginn des Videos, bevor alles startet, möchte ich nochmal kurz sagen, wer es auf Twitter gesehen hat, irgendwelche schlauen Menschen fanden es lustig, privatesten Informationen von mir ins Internet zu stellen, also quasi gedoxt. Wer damit nichts anfangen kann, einfach mal googeln den Begriff. Fand ich jetzt nicht so cool. Eigentlich wollte ich dazu noch ein Video machen, aber ich dachte mir so, nee, warum der Person denn mehr Aufmerksamkeit schenken als eh schon nötig. Von daher kommt darüber kein Video. Darum dachte ich mir, ja, komm, wir nehmen jetzt ganz normal Scammer suchen auf. Also bitte, falls ich ein bisschen schlechtere Laune habe, verzeiht es mir. Liegt halt daran, dass übelste private Daten veröffentlicht wurden. Aber gut, ich versuche mein Bestes und ich würde sagen, wir suchen jetzt den ersten Scammer und dann sehen wir uns nach einem kleinen Schnitt wieder. Bis gleich. So, ich habe mir schon mal ein bisschen Sachen gegeben. Was geht denn so im Chat ab? Bei wem kann ich mitbauen? Verkaufe Beacon für 35k. MSG. Wie heißt der? Gree irgendwas? Hey, hast du echt einen Beacon? PH. Green Panda. Gucken wir doch einfach mal nach. Angebot, Wand, Banner, Karten, Casino. Spenden wären nice. Okay. Ah, hier geht's rein. Wunderbar. Bist du das? Nein. Glücksspiel, Casino. Beacon 35k. Was ist da drin? Ich möchte gerne mal reingucken. Hallo? Okay, geht nicht. Hier ist nichts. Oh. Hallo. Was mache ich jetzt hier? Schalter 1. Hey, ich möchte da rein. Ha, okay. Es ist hier nichts. Okay, hier ist nichts. Was muss ich machen? Ah, okay. Du musst die AGBs akzeptieren, um zu spielen. 1:9. Glücksspiel kann süchtig machen. Die Betreiber haften nicht für Fehler. Gewinnscheine und Nieten sind wiederzugeben. Jeder Schalter funktioniert individuell. Ablauf 100 Zahlen. Schalter wählen Ergebnis. Pay Green 100. MSG Green die 2 Niete. Da können wir machen gleich 5 Runden, scheiß drauf. 1,3,3,2,1. Oha. 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 Habe ich jetzt... Das sind Nieten. Und hier ist ein Gewinn. Da. Ich habe einen Gewinn. Ich habe 200 gewonnen. 200. Gib, gib, gib. Schnell, gib. Ja. Hey. Oh, ich will noch mal. Das macht voll Spaß. Glückwunsch. Paste mir jetzt 200. Ah, okay. Und noch mal. 3, 3, 3, 1, 2. Das macht ja übel Spaß. 1, 2, 3, 1, 2. Nice. Oh, 2 Gewinne und Nieten. Das sind deine Nieten, bitteschön. Und hier ist 1 und 2. Also kriege ich 400 Münzen von ihm. Ja, komm, pay mir. Ja, pay. Juhu. 400, nice. Nice. Hey, Green Panda. 5000 schenke ich dir. Raus. Ich möchte raus. Hallo. Ich möchte raus. Danke. Was? Ach nee. Dann nehme ich, denke ich, den Beacon. Mal gucken, ob er mir einen Beacon gibt. Was gibt's hier sonst noch so? Color Stripes. Ja. Oh, die Erde ist auch cool. Hallo? Hallo, ich möchte den Beacon kaufen. Möchtest du kaufen Beacon? Hab's nicht gelesen. Was ist? Hä? Macht er den Chat nach rechts mit Labimote? Mit der Labimote kann man den Chat nach rechts machen. Okay, dann bitte kurz raus. Okay. Ah, ja, okay. Das ist aber ja fair. Das finde ich okay. Gibt's hier draußen noch irgendwas Cooles? Scammerfreie Shops. Shop von. Der Shop von King. Okay. Hallo.
Okay, er holt mich wieder. Oh, voll lieb. Voll lieb. Hallo. Was muss ich jetzt bezahlen? 35k, ne? Da? 35k. Was macht der 35k? Pay. Achso, Slash Pay. Pay Green. 35.000. Oh, 35.000. Warum machen wir 45? Ich meine, habe ich nicht mehr. Ah, okay, warte, ich gebe nochmal ganz kurz Coins. So, da. Zack. 45. Mal gucken, was er dazu sagt. Vielleicht gibt er mir es ja wieder. Ich sage gleich so: Oh, nein! Wie schlimm! Ich habe dir 10.000 zu viel gegeben. Das ist aber ärgerlich. Danke, kann ich raus? Ich lasse jetzt mal nichts dazu stehen. Ich sage das mal nichts dazu. Ich lasse es einfach mal so stehen. Und, hallo? Ich möchte raus. Sonst sind. Oh. Oh. Hä? Ups. Er sagt zumindest. Aber ich glaube, er weiß schon, dass es mein Account ist. Also, das. Ja, Account kennt er keinen. Habe ich gerade per MC Leaks geholt. Aber, wäre nett. Aber vielleicht hat er es irgendwie schon durchschaut, aufgrund dessen, dass ich ihm noch 5k geschenkt habe. Na? Und? Kriege ich sie wieder? Hallo? Ah, okay, danke. Ja gut, der Typ scheint nice zu sein. Wenn ihr eben Sachen kaufen wollt oder Casino spielen wollt, geht zu Green Panda auf jeden Fall. Oh, da ist schon die Liste. PH Pixel. Danke für den Einkauf. Gerne. Gerne. Danke für deine Ehrlichkeit. Ist das ein zweites Blatt? Oh. Oh, jo. Hallo, hallo, hallo. Was gibt's denn hier? 35k. Flohkopf 60. Ich hätte einen Flohkopf. Ich möchte gerne einen Flohkopf. Hallo, ich möchte gerne einen Flohkopf. Nicht? Okay. Was ist hier? Die Kasse. Das ist aber keine Kasse, das ist, Dings. So, ich habe den restlich gelesen. Wo ist der Safran Grün? Da. Verkaufe. Der erste Käufer bekommt 10 Dias. PH. Hey. Das ist aber dein zweites GS. Übrigens, dieses Plop-Geräusch könnt ihr euch auch ganz easy holen. Das ist eine Lebemod-Einstellung. Eine Lebemod-Erweiterung. Findet ihr ganz unten. Ist Bausucht Server Support. Richtig cool. Hat jemand privat geschrieben. Mal und Zock. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Finde ich echt nice, dass Leute schon privat Sachen für Bausucht quasi coden. Ist richtig cool. Macht nichts. Möchte gerne den Beacon. Bei Einsatz von 3000 ist der Preis Beacon. Was? Was? Okay, aber erst eine Runde hier. Hallo, hier. Was kann man da machen? Bei Einsatz von 3000 ist der Preis ein Beacon. Okay. Pay Pixel. Dann zahle ich 3000. Ich zahle den 6000. Möchte zweimal spielen. Ja, kann ich spielen, bitte? Hallo? Bei Einsatz von 3000. Da. Hier. Das möchte ich spielen. Mit oder ohne? Mit? Hä? Ich habe doch zweimal 3000. Das heißt, ich darf jetzt zweimal. Ah, er tut echt den Beacon da rein? Really? Boah, das wäre ja nice. Mach. Drück. Push. Ja. Hab ich doch. Hä? Oh. Oh, ups. Da. Ich hab Slash Airpay gemacht. Auch voll gut. Hallo, drück Push the Button. Boah, wer, du gehst jetzt offline oder so. Hallo? Bist du da? Hey. Hallo? Hab ich. Da, der letzte, vorletzte Befehl war Slash Pay Pixel. Und das steht hier auch irgendwo. Bank. Zweimal Dirt. Okay. Das Plot merken wir uns auf jeden Fall für gleich. Dann kaufen wir uns jetzt einen Beacon, würde ich sagen.
dann jetzt den Beacon. Er hat den halt noch in der Hand. Ich wette, der hat den da gar nicht reingetan. Ha, komm. Okay, ich komm. Ja, ja, ist gut, ist gut. So, und jetzt? Bin da. Krieg ich jetzt mein Beacon? Hallo? Hallo? Yep. Was ist hier? Da geht's runter. Pay bitte 35. Pay Pixel 35. Bitteschön. Du hast dem Spieler Ultra Pixel Schicki erfolgreich 35k gegeben. Jetzt mein Beacon bitte. Jetzt hätte ich gerne mein Beacon. Hallo? Okay. Warum war mir das klar? PH. Ach ne, halt. 2 würde ich gerne hingehen. Darf ich da drauf oder eher nicht? Really? Dein Ernst? Du denyst. Warte mal. Denyst mich. Bist du dir sicher? Ja, ich bin denied. Okay, dann wirst du es direkt bereuen. Gut, ich würde sagen, anderer Account her und dann geht es direkt ab. Bis gleich. So, da sind wir im Hauptaccount. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal Sinn. Erstmal gucke ich direkt hier rein, was hier drin ist. Ist da drin, was da drin sein soll? Nein, war ja klar. Was hat er hier noch? Nix, okay. Bevor ich irgendeinen Scheiß anstellen kann. Warte, was hat er denn hier unten jetzt? Ein Huhn. Noch ein Huhn. Okay. Okay. Nee, ist okay. Game Mode 3. Sollen wir ihn für die Zeit kicken oder eher nicht? Ich würde sagen, wir sperren ihn einfach mal ein. Oder? Er kann sich ja trotzdem noch. Man bräuchte echt mal so einen Command, mit dem man ja quasi die Leute so setzen kann, dass die nichts machen können. Das wäre cool. Aber egal. Und 6. Jo, Leute. Und 9. Und F und L. Scammer. Alarm. Du gehst mal bitte kurz weg. Danke. Bevor er sich auf Items snackt. Und 6. / PH Pixel 2. Hau ab, dich will hier keiner. Dich will hier keiner, du Abschaum. Du Abschaum, hau ab, geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Er will sich die Sachen snacken. Okay. TP Pigs zum Maple töten. Ha. Und, na, wir bannen ihn erstmal nicht für die Zeit. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Hat er noch Items? Nein. Gut. Schnell. P. Trust. Oh, nicht Ü. Sternchen. Damit hast du deine Chance auf Items vertan, mein Freund. Du hast einfach eiskalt meine gesamten Items genommen. Den Flohkopf stellen wir natürlich wieder hin. Der war da vorher auch. Und die 3 Bieten, die er sich geholt hat. Die tun wir, glaube ich, mal da einen hin. Dann tun wir hier noch einen hin. Und ich glaube, ganz nach oben kann auch noch gut einer drauf. So, das ist doch Tutti. Packen wir die Items weg, weil wir ja schon hatten. Bin ich aus dem Vanish raus? Ah, okay. So. Was ist versteckt? Wir tippen uns mal den Typ nochmal zu uns, bevor er sich wieder Items snackt. Du sollst aufhören, die Sachen zu holen. So. Gut, bitte hier nicht zubauen, sonst können die nicht mehr rein. Das wäre ganz, ganz toll. Gott, das geht immer so krank ab, ne? Scammer sind halt schon dreist. Ach, Scammen ist. Ist halt dreist. Nee, ist nicht alt, sondern ist halt schon dreist. Vor allem, wenn man einen Admin scammt. Und 6. So. Leute, ihr könnt doch gleich einen Screen machen. Baut doch erstmal das Plot ein bisschen ab. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. So. Erstmal schön platt machen hier. Das ist echt so genial, wie schnell die Truhen sind noch alle weg. Es ist unfassbar. Es ist echt unfassbar. Das dauert immer. LOL.
Der hat halt auch eine übel enchantete Pickaxe. Krass. Unter der Erde ist was, echt? Game Mode 3. Ne, unter der Erde ist nix. Außer ein Hühnchen, aber sonst. Wir könnten noch mal gucken, ob wir vielleicht, wenn wir hier ein Drachenei verstecken, ob das gefunden wird. Game Mode 3. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das jemand findet. Ich meine, ich nehme es natürlich kurz vorher weg, aber ob sich hier jemand hinbauen kann, das würde mich jetzt schon interessieren. Aber ich glaube eher nicht. Die meisten haben halt Chest-ESP, wenn die überhaupt hacken sollten. Von daher, da können wir es wieder abbauen. Tack. Oh, hallo? Hallo? Okay. Ich darf das Drachen eigentlich abbauen? Dann machen wir das anders. Zack, zack. Set 0. Und damit ist das Ei auch weg. Komisch, keine Ahnung, was das war. Das habe ich häufiger, dass ich einige Items nicht abbauen kann. Ganz, ganz merkwürdig. Aber gut, Leute. Ja, ich würde sagen, das soll es für diese kleine Folge gewesen sein. Wenn ihr scammt, seid doch bitte so schlau und scammt kein Admin. Dann passiert euch auch sowas mit dem Plot nicht. Ich sage P Remove Sternchen, weil wir es nicht löschen wollen. Er ist noch Eigentümer vom Plot. Ja. Gut, und damit würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Von daher, wunderschönen Tag noch. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Okay, wir sind am Ende des Videos angelangt. Wenn es dir gefallen hat, dann drück den Daumen nach oben, lass einen Kommentar da. Möchtest du keine zukünftigen Videos mehr verpassen, dann gib mir doch einfach ein Abo, würde mich sehr freuen. Schaut auch in die Videobeschreibung, da sind alle Leute verlinkt. Und jetzt sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.